what I say I gotta do again. Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momentum, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Ich weiß nicht, was los ist. Komischerweise sind alle weg, die ganze Stadt ist verwuchert. Mein Haus ist voller Pflanzen und man kann kaum noch andere Häuser sehen. Auf dem Dach von Herrn Bergmann ist eine komische Wetterantenne und niemand ist da. Einfach niemand. Hallo! Hallo! Ist denn jemand da? Stille. Einfach nur Stille. Ich weiß nicht, warum plötzlich alle weg sind. Ich weiß nicht, warum es kaum noch Einwohner hier gibt. Ich weiß nicht, was. Wo sind die ganzen Leute? Selbst ich war ja kurz auf Urlaubsreise. Komme zurück und plötzlich alles tot. Ich weiß nur eins. Ich habe ein Buch bekommen, das ich jetzt erstmal lesen werde. Ich kenne euren Plan. Ich kann euch helfen. Mr. G. Wer könnte Mr. G sein? Etwas wie der Spielemeister vielleicht? Etwas wie ein Psych, der sich aber dann im Endeffekt nie wieder gemeldet hat? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich muss sagen, dass das Ganze sehr komisch ist, wie es hier gelaufen ist. Ich heiße Herr Crumpy, obwohl ich doch eigentlich Bumsdoggy heiße. Ich weiß auch nicht. Da haben die wohl. Da hat wohl das Rathaus einen Fehler gemacht, was die Umbenennung meines Namens betrifft. Denn ich heiße Bumsdoggy. Alle meine Sachen habe ich leider in meinem Unfall, wo ich im Urlaub war, verloren. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was passiert ist. Ich ging hier durch die Straßen, wollte meinen Koffer packen und ab zum Flughafen. Was ist dann passiert? Ein Skelett kam und schoss mich von hinten ab. Ich hatte keine Chance. Alles war weg. Mein Schwert, meine Spitzhacke, meine Rüstung, mein Inventar, alles. Das Einzige, was mir noch übrig geblieben ist, sind die restlichen Diamanten, die ich gefarmt hatte. Und meine Future Cam. Dann steht hier noch sowas wie, der Nicht-Clan jagt dich. Der Nicht-Clan. Dieser Clan von Nicht-Nilo. Weg damit. Sowas brauche ich vor meinem Haus gar nicht. Solche arglosen Bedrohungen. Wah! Sowas brauche ich hier nicht. So. Auf jeden Fall, Leute, es ist niemand mehr da. Ich weiß nicht, wo sie sind. Vielleicht müssen wir einfach wieder frischen Wind in das Ganze hier bringen und einfach wieder hoffen, dass jemand kommt. Cookie! Wo bist du? Wir haben doch immer so tolle Sachen zusammen gemacht. Sein Haus ist komplett verwuchert. Und dein Kollege hat mich erschossen. Och Mensch, Leute. Ich werde auf jeden Fall versuchen, hier wieder die Leute in die Stadt zu bewegen. Ich weiß zwar nicht, was ich tun kann, damit die Leute wieder wegziehen, beziehungsweise wieder einziehen, die Leute, die weggezogen sind. Viele sind ja nach Marktown gezogen. Ich kenne diese Stadt nicht, ich weiß nicht, was dort gemacht wird, aber ich hörte von vielen, dass die viel toller und besser sei. Das Einzige, was es hier in dieser Stadt noch gibt, sind diese doofen Monster. Einfach schlimm. Ich komme mir vor, als wäre ich in einem Jahrhundertschlaf gewesen und irgendwie wie Don Röschen 1000 Jahre gefangen in einem verwucherten Haus. Und jetzt sind plötzlich alle weg und ich bin allein.
Ich bin allein auf mich gestellt. Herr Richter Unge ist nicht da. Herr Bergmann habe ich auch nur noch ganz selten angetroffen. Aber doch öfters als die anderen Leute. Ich weiß nicht, wie das Ganze hier noch weitergehen soll. Wir müssen uns unbedingt einen Plan ausdenken, Leute, wie wir die anderen Bürger wieder in unsere Stadt holen. Habe ich hier ein Buch? Moment, Leute. Wir müssen einfach eine Nachricht verfassen, die einfach etwas zu bedeuten hat. So. Hier. Das hier brauche ich und das hier benötige ich ebenfalls. Zuckerrohr. Meine Zuckerrohrfarm. Klappt perfekt. Alles ist voll. So. Zack. Ein Buch. Ein beschriebenes Buch. Wir müssen irgendwie etwas herstellen. Einen Rundfunk. Irgendwie was, womit wir mit den Leuten aus der anderen Stadt Kontakt aufnehmen können. Irgendwie sowas, womit wir dann einfach unsere Bürger wieder zurückholen. Ich möchte nicht, dass unser Leben stirbt. Buch und Feder. Ich fange dann mal an, Leute. Ich brauche da aber einen Moment. Und dies muss ich in Ruhe machen, ohne Einfluss von anderen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao.